Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Der liebe Enrico hat unter meinem letzten Video gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie man eine LS17-Karte in den LS19 holt. Ja, da habe ich überlegt, wie zeige ich das am besten. Wenn ich das nämlich alles in einem Video zeige, ist das Video gefühlt 4 Stunden lang oder so. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das immer schrittweise zu zeigen. Heißt, wenn wir die Karte im LS19 haben und alles soweit fertig ist, wird es, keine Ahnung, 5, 6 Videos geben, die ihr euch dann alle nach und nach angucken könnt. Weil ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt alles in einem Video klatsche oder einen Livestream darüber mache, guckt sich das keiner ganz bis zum Ende an. Zumindest würde ich das nicht machen. Naja gut, fangen wir auf jeden Fall heute mit dem ersten Teil an. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man das Terrain ändert. Oder sich das Terrain von der LS17-Karte in den LS19 holt. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die LS17-Karte, die habe ich hier. Ich habe jetzt einfach die Franken-Map gedownloadet. Und natürlich eine leere LS19-Karte. Die könnt ihr euch auch downloaden, kann ich gerne unten in die Videobeschreibung packen. So, dann macht ihr einen Ordner und zieht die ganzen Sachen von der LS17-Karte in einen Ordner, so wie hier. Und das gleiche macht ihr auch von der leeren Karte, also die für den LS19. Genau, dazu muss ich noch sagen, dieses Video wird jetzt nicht lange gehen, weil das ist eigentlich schnell gemacht. Aber man muss es machen. Man kann das natürlich auch alles per Hand machen, aber ich glaube, da hat keiner Lust zu. Gut, wenn wir das gemacht haben, haben wir 2 Ordner. Einmal die vom LS17 und vom LS19. Dann öffnen wir erstmal die LS17-Karte, klicken dann auf Maps und auf Map 01 in meinem Fall. So, ihr müsst auf jeden Fall in diesen Ordner hier rein, wo hier die ganzen Sachen drin sind. Dann gehen wir hier oben einfach mal ein, DEM. Enter. So. In meinem Fall heißt es jetzt map01-DEM. Ist eine PNG-Datei. Gut, da schieben wir uns mal ein bisschen zur Seite. Dann öffnen wir die LS19-Karte, die leere Template-Karte. Hier gehen wir auch auf Maps. Und hier gehen wir auf map.de. Hier gehen wir auch wieder ein, DEM. Drücken Enter. Und hier haben wir jetzt map.de-DEM. Gut, dann kopieren wir uns jetzt aus der LS17-Karte die Datei, kopieren und fügen die ganz kurz eben auf den Desktop ein. Könnt ihr das eigentlich schon schließen? So, das ist jetzt ja die LS19-Karte. Und dann benennen wir das Ganze hier einfach um in map.de. Unterstrich DEM. Genau so. Weil das muss ja genau so heißen. Dann lösche ich das hier oben einfach mal. So. Genau, dann ziehen wir das einfach hier rein. Und Datei im Ziel ersetzen. Wunderbar. Perfekt. Und dann können wir schon mal nachgucken, ob das Ganze auch funktioniert hat. Wir öffnen das natürlich mit dem Giants Editor 8.1.0, weil das ja eine LS19-Karte ist. Das Ganze dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Wenn es schnell gehen muss, ne? So, genau, Leute. Hier, jetzt seht ihr schon, dass hier überall so, ja, Löcher sind oder da hinten ist ein Berg. Da auch. Ja, und jetzt haben wir den Boden auf jeden Fall schon mal von der LS17-Karte in den LS19 geholt. Sieht natürlich jetzt auch alles ein bisschen komisch aus, weil wir die Straßen noch nicht haben, die Häuser noch nicht haben und, und. Ja, das soll es erstmal von diesem Video gewesen sein. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie ihr die ganzen Straßen hierher holt und die Häuser. Und wie ihr dann den Spawnpunkt setzt. Also das ist ja diese Datei hier.
Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Vielleicht lade ich die Videos auch direkt nacheinander hoch, damit es nicht allzu langweilig wird. Weil in diesem Video haben wir jetzt ja nicht allzu viel gemacht. Gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert hat. Aber irgendwie muss man ja anfangen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Like zeigen. Für alle, die noch nicht abonniert haben, können jetzt gerne kostenlos abonnieren. Ihr könnt auch gerne weitere Ideen in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.